Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Lego Harry Potter Jahr 3. Ich weiß endlich, wie diese Gesellen heißen. Oder besser, was sie sind. Das sind nämlich Dementoren. Fiese Gesellen, aber gut, gegen mich absolut machtlos. Und, yay, Schüler in Gefahr. Jetzt nicht mehr. Hermine kommt und rettet ihn. Oh Gott. Das ist ein Vieh aus Legendary. Bitte. Ach, der ist ganz lieb. Der macht mir auch gar nichts, aber der sieht doch genauso aus wie die Viecher aus Legendary. Vielleicht kennt jemand das Spiel, ist kein Film, ist ein Spiel. Okay, jetzt muss ich mir auch noch irgendwie Futter für das Vieh suchen. Darauf kann ich aber eigentlich verzichten. Oh. Ach komm, lass mich in Ruhe. Ich mach platt, ey. Ja, ich weiß nicht, ob das so geplant... Ach, da kommen die Viecher raus. WTF. Hm. Ich stelle hier die Logik des Spiels nicht in Frage. Das hat schon alles seine Richtigkeit. Ach, da unten. Ach, guck mal, ein riesiger Ball. Kann ich den vielleicht weg... Oder so. Grab mal schön. Pussy. Bitte. Ach ja, die Dinger. Die mag ich auch nicht. Und Wasser. Schöne Wassereffekte, auch wenn sie besser sein könnten. Aber gut, es ist ein Lego-Spiel. Okay, ich habe keinen Bock mehr. Das Nest treffe ich wahrscheinlich eh nie, also was soll's. Da liegt ja auch schon das Vieh. Also nicht das Vieh, sondern... Der Futter. Ja, nicht verwechseln mit das Futter. Nein, der Futter. Und was ich nicht verstehe, wieso blockt mich Harry? Und dieser Frosch. Den hätte ich wahrscheinlich erst wegmachen müssen. Ja, hätte ich. Hm. Ejol. Ich hab das Hähnchen. Den Hähnchenschenkel. Und hüpfe zu dem Vieh aus Legendary. Wow. Episch. Okay, da drauf. Ach, jetzt brauchen wir auch noch drei von den Dingern. Wie gefräßig so ein Vieh sein kann, ey. Unglaublich. Unglaublich. Ach, da kann wieder was buddeln. Lass mich in Ruhe. Du wolltest so. Stirb, Mann. Ich hasse die Dinger. Aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Na, egal. Liegt dort noch ein... Boah, lass mich. Geh weg, Pflanze. Lass mich in Ruhe, du. Ich sag's dir im Guten. So, dann fehlt nur noch ein so Hähnchenschenkel. Ha ha ha.
Gut, wo ist der? Wo ist der letzte Schenkel? Ach komm, lass mich doch in Ruhe. Ein Pilz. Ach, den muss ich wahrscheinlich aufpusten. Ja, eben. Wusste ich doch. Ja, noch höher geht's nicht. Nö. Okay. Ein Maulwurf. Okay. Da hatte ich gerade ein bisschen Angst. Aber guck mal, da hinten leuchtet wieder was. Da ist wahrscheinlich das Hähnchen. Ja, wusste ich. Na also. Geht doch. Dann hätten wir auch das letzte Hähnchen. Alle mit Ron geholt, oder? Nee, eins mit Harry. Nee, mit Ron, gell? Hm, cool. Ron, du hast den richtigen Riecher für das Essen gehabt. Hm. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich mit dem Teil auch fliegen darf. Seidenschnabel. Oh mein Gott, was für ein Name. Aber von mir aus, wenn's denn sein muss. Wähle gut, welches wirst du nehmen? Ich nehme Harry. Friss mich. Ja, genau, friss mich. Ich hab's doch gesagt. Ja, Malfoy, mach es nicht, du Vollidiot. Nur weil er hingefallen ist, kein Witz jetzt. Also wer den Film gesehen hat, der weiß, wovon ich rede. Aber nur weil er hingefallen ist, so eine schwere Strafe für das arme Tier. Na. Gut, anrülpsen würde ich mich von so einem Vieh auch nicht lassen. Aber. Okay, übertrieben. Übertrieben, übertrieben. Okay, aber härter hätten sie es ja auch nicht machen können. Wobei ich muss sagen, ey. Der Endkampf gegen Voldemort war auch, brutaler. Naja. Was will der denn von mir? Komm, geh sterben. Ist der Troll weg? Nö, natürlich nicht. Der blockiert hier gerade alles. Oh. Opfer. Okay, jetzt habe ich Fred und George. Ne, Fred und. Doch, Fred und George, oder? Ach Mann, ich komme mit Namen echt durcheinander. Gut, wir haben jetzt die Karte des Rumtreibers erhalten. Fragt mich nicht, woher ich noch weiß, dass die so heißt. Ich weiß es einfach. Der Troll ist weg und wir können endlich wieder ins Gebäude rein. Müssen wir. Ne, da nicht. Da ist eh der Troll. Ach, da unten. Habe ich die jetzt eigentlich auch so ausgerissen? Nee, habe ich natürlich nicht. Hallo? Hallo? Idiot. Nee, dort nicht lang. Wo ist denn der Liebe? Ach, da. Wieso ruckelst du denn jetzt? Ich kann es euch nicht sagen. Es nervt mich gerade. Naja, egal. Katzin? Hm, Katzin? Ja, ja. Ich denke, es kommt eine. Ah,
Und es ruckelt gerade so derbst, dass ich doch gleich mal sag: Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.